So und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem speziellen Video. Und zwar spielen wir heute The Binding of Isaac Rebirth. Ja, Rebirth ist der frühere Teil. Jetzt mittlerweile ist ja Afterbirth raus und bald kommt der Afterbirth Plus raus. Das weiß ich alles von Holly, weil ich gucke Holly wirklich, der ist ja so ein, sage ich jetzt mal, The Binding of Isaac Spieler. Und ich dachte mir mal, ich habe das Spiel schon seit Ewigkeiten in Steam rumzuliegen. Kann ich auch mal bringen, weil ich gerade mal wirklich keine Lust auf GTA habe. Und ja, ich habe hier eigentlich davor schon einen Part aufgenommen gehabt. Aber der ist für die Katz, weil mein Mikrofon nicht aufgezeichnet hat. Und daher ist es ein bisschen doof gelaufen. Müssen wir dann mal die Folge aufnehmen. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht doll stören. Und ich bin, wie gesagt, schon der übelste Noob. Und ich muss jetzt alles nochmal neu erklären. Super. Und zwar ist das so ein Spiel, einfach so von Raum zu Raum rennen, Gegner töten mit seinen Tränen. Und ja, das, daraus besteht es eigentlich. Und dann kommen am Ende der Ebene sozusagen Bosse. Nice, dankeschön, Big Beautiful Fly. Gibt hier Itemräume, gibt hier Jobs und so. Und gibt hier auch noch so spezielle Räume, da ist zum Beispiel der Bossraum. Und ich bin der übelste Noob beim Spielen, also seid mir nicht böse, falls ich jetzt vielleicht sogar 2-3 Runs mache, weil ich jetzt schnell sterben sollte, falls ich jetzt schnell sterben sollte. Da ist zum Beispiel der Job. Eieiei. Ei, ei. Aua. Ich kann nicht auf so viele Sachen achten. Echt nicht. Und zwar hatte ich eigentlich das letzte Folge, also die ich ja voraufgenommen hatte, habe ich das echt weit gebracht gehabt, muss ich so sagen. Das Problem. Ich habe doch schon den. Ich wollte den Goldraum suchen gehen. Den habe ich aber schon. Da habe ich dort die Big Beautiful Fly gefunden. So, stärker einsetzen, dass Pin gleich tot ist. Ist perfekt. Sehr gut Pin. Und. Ich sag mal so, ich habe seit ungelogen jetzt 1 bis 2 Jahren das Spiel auf Steam rumzuliegen, aber hab's nie so gut wie gespielt. Hab vielleicht jetzt 13 Runs insgesamt gespielt und die 10 Runs davon waren vor 1-2 Jahren. Und ich hatte vor 2 Tagen mal wieder was gespielt hiervon, aber hatte auch irgendwie die Idee, das aufzunehmen, hab's aber bisher nicht gemacht, jetzt ist es soweit. Und ich sag mal so, ich finde das Spiel an sich gar nicht schlecht. Aber für immer ist es nicht so geil, weil ich reg mich bei diesem Spiel so dermaßen auf. Ich habe schon wieder Schaden kassiert. Dass mein Herz klopft, wirklich, ohne Scheiß. Ich bin so aufgeregt, wenn ich jetzt zum Beispiel darauf achten muss, bitte keinen Schaden kriegen, bitte keinen Schaden kriegen. Dann raste ich komplett sozusagen aus, sodass ich in mein Herz richtig klopft. Pyromaniac, nice. Das ist so, dass ich jetzt von Bomben keinen Schaden bekomme. Könnt ihr gucken? Gut, und heile mich dadurch sogar noch. Nice, jetzt kann ich mich hier heilen dadurch. Nice. Warte mal, was war das jetzt? War das hier so... Da ist bloß ein Gang nach unten. Full Health Pille, nice. Dann haben wir die schon mal. Da drinnen können wir nicht schlafen, da füllen wir unser Leben bloß auf. Okay. Ach Gott, Alter. Ich muss mich erstmal selbst hier reinfinden. Ist so eine Sache. Ich bin jetzt schon aufgeregt und bin froh, wenn der Part wieder rum ist. Weil ich hatte hier vor schon über eine halbe Stunde einen Part aufgenommen. Der ist jetzt aber leider für Katz. Und ich sag mal so, es war auf jeden Fall ziemlich spannend. Aber ich bin irgendwie auch froh, diesen Part nicht genommen zu haben, weil ich ja auch öfters rumgeschrien habe und so, weil mich fuckt das schon so ein bisschen ab, ne? So. Alter, diese Spinnen, ne? Und ich bin echt so ein Spieler, wo ich sage, ach nee, ey, hier würde ich sterben. Wo ich sage so, echt, das ist so krank, das Spiel. Wie soll man denn... Wie lange soll man denn bitte trainieren, bis man hier ordentlich spielen kann? Aua, danke. Schon mal Devil Deal, keiner mehr. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mitrennen. Nein! Sehr gut. Mitrennen. Sehr gut, mitrennen. Sehr gut. Perfekt, Flieger hat geholfen. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt habe ich einen Lauf, Alter. Oh, okay, ich bin hier locker nicht geschoben. Nice. Ein Pentagramm. Alter. Hey, Junge, das macht Damage ab, Alter. Aber richtig. Hier seht ihr meine Stats. Gibt Shot Speed, hier, es gibt Damage, es gibt alles. Den Goldraum habe ich schon. Was war da drin? Pyromaniac. Stimmt. So. Eieieiei. Und falls Afterbirth Plus rauskommt, will ich das wahrscheinlich auch mal ein paar Folgen bringen.
Aber ich werde das nicht zur Gewohnheit machen. Wir können es ja eventuell so machen, dass ich einen Tag irgendwie Afterbirth bringe, den anderen Tag, sag ich jetzt mal, also einmal eine Woche irgendwie so Afterbirth oder überhaupt The Binding of Isaac bringe, dann einen Tag Drakensang Online und die anderen Tage GTA, dass so ein bisschen Abwechslung drin ist für den Ferien, was dabei ist. Weil ich spiele gerade mit GameStriker super viel Drakensang, da sind wir gerade richtig am Suchten dran und deswegen kann ich das gerne direkt mit aufnehmen, weil das ist wirklich richtig cool, das Spiel. Aua. Krieg schon wieder kein Devil Deal, weil ich Schaden genommen habe. Denn es ist nämlich ein Devil Deal ist sowas. Sofern du keinen roten Herzen Schaden kriegst sozusagen. Es gibt ja blaue Herzen, da kannst du Schaden mitnehmen. Kriegst du ein Devil Deal. Der Devil Deal ist nach dem Boss. Du musst den Boss zuerst besiegen dafür. Auf der Ebene. Und der bringt dir halt spezielle Items. Darunter 10 zum Beispiel. Richtig starke Item wie das Pentagramm oder so. Da hatte ich eben richtig Glück, dass ich das gedroppt habe. Weil das Pentagramm ist wirklich echt ein gutes Item, muss man sagen. Oh, hier ist schön viel drin gewesen. Eieiei. Und ich muss sagen, mit der Tastatur ist es viel leichter zu spielen. Das ist einfach so. Was sage ich denn? Mit der Tastatur ist es viel schwieriger zu spielen als mit Gamepad, so würde ich sagen. Capricorn? Nee, Virgo, okay, so. Jetzt, ja, stimmt, Capricorn. War das ein L? Das ist ein M, ne? Ja. Keine Ahnung, Mann. Eieieiei. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Spiel, echt. Wir kann gut sein, dass wir jetzt hier gleich sterben. Und... Ah, fuck. Ah, ja, hier, das war ja das. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir hier einfach stehen bleiben. So, sterb bitte, danke. Haha, das rettet mir so leicht den Arsch, ne? So, dann nehmen wir Dogfood mit. Haben wir sonst noch irgendwie was? Da können wir mal im Shop reingucken, ob da vielleicht was ist. Wir sind jetzt 6 Minuten 30 dran und die Aufnahme geht schon 7 Minuten 16. Auch nicht schlecht. Nehmen wir die extra Münze nochmal mit. Für Glück, dass da ein Item reduziert ist. Ja, nehmen wir. The Habit. Ist auch nicht schlecht. Aber ich spende jetzt erstmal, dass wir den Automaten ein bisschen füllen. Und der Automat ist zum Beispiel dafür da, sofern du jetzt zum Beispiel 100 Münzen reingepayt hast, es geht bis 999 hoch. Sofern du 100 Münzen reingepayt hast, kriegst du wieder vielleicht einen Slot so mehr im Shop. Du kannst insgesamt 5, 6 Items im Shop haben. Ich habe gerade 3 sozusagen. Habt ihr ja gesehen. Und ja, die Folge kommt ein bisschen später, weil die Folge für The Cuts war, wo ich das gerade gemerkt habe. Und die Folge hier auch schon wieder ein bisschen länger wird, weil ich gerade echt gut bin. Für meine Verhältnisse. Ihr müsst mal Holly nämlich sehen. Holly ist nämlich ein Let's Player, daher kenne ich die ganzen Items an sich schon so gut wie auswendig. Der The Binding of Isaac sozusagen hauptberuflich spielt. Und Leute, Gott sei Dank, ey, hab ich Pyromanic. Und da muss ich echt sagen, Respekt an dich, Holly, dass du so gut spielen kannst. Da habe ich mir so gedacht, direkt am Anfang, wo ich das erstmal hier das gespielt habe, selber. Holy shit, Mann, was ist denn falsch bei dem Typen, dass der so gut kann? Alter, ich gehe in dir des Todes, Mann, ey. Ich habe ein Benehmen hier, ey. So. Nein, treffen lassen, ja, perfekt. So. Vielleicht, ich hatte ja eigentlich das Glück sogar, in der letzten Folge Goathead zu bekommen. Das ist nämlich ein Item auch im Devil Deal, da hatte ich ein Devil Deal bekommen. Da hatte ich Goathead drinne. Der sorgt dafür, dass man auch, wenn man rote Herzen Schaden bekommt, ein Devil Deal garantiert bekommt. Oder halt ein Angel, die gibt es auch, das ist aber, wenn man wirklich auf den Devil Deal bei der zweiten Ebene verzichtet. Denn man kann erst ab der zweiten Ebene einen Devil Deal kriegen. Nice, Pretty Flyer da. Nice. Und ja, also ich sag mal so, ist sehr, sehr praktisch. Deswegen rote Kiste, nice. Och Mann, ich dachte, der portet uns rein. Huiuiui. Machen wir nicht, nein. Gehen mal hier hin. Holy shit, Mann! Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, Junge. Junge, wie schnell ist denn die Gelbe? Die muss ich erstmal töten, danke. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Raum hier?
Ach man, nee, aua, aua. Ich kann nicht ausweichen, echt nicht. Bin zu dumm dafür. Ich bin einfach zu dumm für das Spiel. Wir können es ja so machen, dass ich ein bisschen zwischendurch so privat ein bisschen spiele. Da vielleicht mich... Oh, ich weiß, wie die Pille aussah. Wie... Ich sag mal, wie... Dass ich mich verbessere, vielleicht die nächsten Parts dann... Ein bisschen länger werden dafür, aber halt... Wie sag ich denn? Wie soll ich sagen, ey? Damit ich... Die nächsten paar Zeit besser bin, so würde ich sagen. Ich hatte eben gerade voll den roten Faden verloren. Er mich leiten sollte. Aber hat er nicht getan gehabt. Erst später wieder. So. Das müssen wir besiegen. Das müssen wir wegklatschen. So. Die haben wir tot. Die haben wir tot. Perfekt. So, jetzt werden wir aber gerade mit Schlüsseln überhäuft und ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe nur ein Herz. Alter, ich habe zwei Herzen. Woher kommt... Ach so, ich habe mich geheilt an der Bombe. Nice. An der Fliege habe ich mich geheilt. So, dann kriegen wir noch einen Schlüssel. Hier kriegen wir die Klospülung. Das ist schon mal nicht schlecht. Denn die verwandelt Gegner in Kackhaufen. So. Dann gucken wir mal hier hin. Uiuiui, das war knapp. Ich kann euch gleich mal präsentieren oder demonstrieren. Wenn jetzt wirklich mehr Gegner im Raum sein sollten, womit ich Schwierigkeiten habe. Hier ist zum Beispiel ein guter Raum, da ist ein schwarzes Herzchen. Wo ich dann so mache, dass ich den Stein mal runtersprenge. Aber das nehmen wir danach erst mit. Hier ist Greed drinne. Den kann ich leider nicht zu Kacke machen. Ach, jetzt wurde ich sogar eingeladen von Baumblau zum Rocket League spielen, Mann. Ach du Scheiße. Ey. Dann kommt ja der Part heute noch später. Dann wisst ihr, warum nicht noch später kommt. Dann kommt er heute wieder erst am Abend, ey. Mann, ey, nee. Will ich aber nicht. Eieieiei. Wieso nehme ich das blaue Herz mit? Ach nee, hier werde ich doch sterben. Hier werde ich safe sterben. Okay, sehr gut. Aua. Wieso renne ich denn dagegen, Alter? Bin ich behindert? Alter, ich bin doch bescheuert, ey. Nein, nein. Wie soll man denn da ausweichen? Au. Ich renne dagegen. Jetzt mal im Ernst, bin ich behindert? Ey, komm schon. Ey, lol, nice, die Fliege hat mich gerettet. Und ausweichen. Oh, ja. Nein, oh, die Fliege. Ich liebe sie. Ich liebe diese Fliege. Nein. Aua. Noch ein Herz, noch ein Herz. Oh, oh, die Fliege hat mich schon wieder gerettet. What the fuck? Alter, die Fliege ist gut. Ach, ja, Devil dir, nice. Nützt mir nichts, also nein. Bringt mir wirklich null. Ja, gehen wir in die nächste Ebene. Hier werde ich safe sterben, aber ist okay. Das ist ein Zacki-Zacki-Raum da unten. Ach ne, hier werde ich doch schon sterben, ey. Läuft die Fliege, nice, danke. Ach du Scheiße. Ich hasse diese Gegner. Und Zacki-Zacki-Raum da unten, so habe ich den kennengelernt. Ich weiß auch nicht, wie sein echter Name ist. So sagt Holly auch immer dazu. Der ist dafür da. Da können bestimmte Items, bestimmte Gegenstände drin sein. Die wirklich ganz gut sein können, aber muss nicht. Kannst du auch einfach nur Schaden nehmen am Raum, wenn du da reingehst, ne? Eine rote Kiste. Aha! Rote Spinnen. Was Spinnen überhaupt? Eieieiei. Dann gehen wir hier rein. Sehr, sehr gut. Perfekt. The Devil mitnehmen. So. Gehen wir im Itemraum rein und nehmen uns das mit. Das ist besser. Das gibt uns nämlich Unverwundbarkeit. Oh, wow, das war ein Stacheln, weil ich runtergezogen wurde von den Dingern da. Und hier sterbe ich. Und hier sterbe ich. Und hier sterbe ich. Safe, Alter. Aua. Aua. Huiuiui. Ein halbes Herz noch. Ein halbes Herz noch. Ich bin tot. Okay. Dann war es das halt mit dem Run. Waren jetzt 14 Minuten. Passt eigentlich von der Stärke. Also ich sag mal jetzt von der Länge her. Falls jetzt wirklich ich mal ein bisschen trainieren sollte in dem Spiel. Ist es halt so, dass ich wahrscheinlich so Runs bringen werde, die 40 Minuten gehen sollten, wenn ich wirklich gut in dem Spiel bin.
Wenn ich wirklich gut da drin bin. Aber das werden wir sehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, falls euch so eine The Binding of Isaac Rebirth Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.